Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Destiny. Wir sind zurück bei Destiny, Video Nummer 11. Schön, dass ihr auch dabei seid. Nachdem wir uns in der letzten Folge ein wenig im Turm umgeschaut haben, alles ein bisschen gemächlicher, ein bisschen ruhiger, wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen Action. Wir sehen hier etwas Neues. Neben dem Turm, der Erde und dem Mond, schwupp, gibt es auch den Schmelztiegel. Das ist der PvP-Bereich, das hatte ich ja in einem der letzten Videos schon mal erwähnt. Sämtliche andere Story-Missionen haben wir bisher erfüllt. Das heißt, wir begeben unsere Reise zum Mond. Aber nur eine steht uns zur Auswahl, und zwar das dunkle Jenseits. Level 6 Story, das müssten wir knapp hinkriegen. Folge der Spur des Hüters, der bei seiner Suche nach einem Weg in die Schar-Festung verschwand. Machen wir uns auf die Suche. 3, 2, 1, here we go. Ui. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Das war's an Informationen. Na gut. Hole Missions. Früher habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Ein Hüter kam hierher, um sich einen Weg in die Schar-Festung zu bahnen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach da vorne. Wir sind auf dem Mond. Sehr, sehr cool. Die Erde dreht sich sogar. Das ist schon mal nice. Die Milchstraße, auch sehr schön. Also optisch schon echt cool. Und das ist richtig fett. Die ISS, die Internationale Raumstation. Ein wenig lädiert, muss man zugeben. Aber echt eine coole Idee. Die schwebt da vor sich hin. Warum auch immer. Normalerweise war sie doch im Orbit der Erde und hat sich bewegt. Ziemlich schnell sogar. Das wäre mal ein Blick auf Wikipedia wert. Ui, und ein Satellit ist vorbeigerauscht. Nette Details. Echt cool. Okidoki, wir sind auf dem Mond. Gut. Die Schwerkraft ist tatsächlich dieselbe wie auf der Erde. Aber dafür war bestimmt auch der Reisende zuständig. Der Reisende, der Allmächtige, hat die Schwerkraft des Mondes verändert. Und ja, oh, da wurde es Nacht. Merkst du was? Gut, genug geschwärmt. Lasst uns unseren Job erfüllen. Und warum zu Fuß? Warum zu Fuß? Weil es nicht anders geht. Wir können unseren Sparrow noch nicht herbeirufen. Warum auch immer. Ach ja, das ist dieser... Ja, nicht Transporter. Auf jeden Fall wurden mit dieser Kanone, es ist also eine richtig dicke Kanone, Vorräte, Instrumente etc. zu anderen von Menschen besiedelten Planeten geschossen. Ja, ja. Wissen zum Angeben, ne? Und wir schauen uns um. Da oben ist unser Pfeil. Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten Gefallenenhaus an sich genommen hat. Na, so ein böser Junge. Und der Leuchtstabverkäufer war auch auf dem Mond aktiv. Sehr schön. Das war vielleicht zu gut gemeint. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Ich höre Schreie. Gefallene. Ja. Wir werden gejagt. Klar. Was habe ich denn als Zweitwaffe ausgerüstet? Ah ja, das Teil ist natürlich geil. Erstmal schön Deckung suchen. Oh. Pam, pam. Das ist immer das, wenn man das Spiel ein paar Tage nicht mehr gespielt hat. Muss man erstmal wieder die scheiß Knöpfe suchen. So eine Sackratte. Der ist unsichtbar und ich sehe ihn nicht, ne? Sackgesicht. Weg vom Fenster. Ist das denn schön? Ist das wohl der Ja, Munition halt.
Gut. Let's go outside. Jetzt kannst du deinen Sparrow nehmen. Wir sind verbunden. Die Koloniebasis, nach der er gesucht hat, müsste auf der anderen Seite des Bergkamms sein. Ja? Wenn sie noch steht. Na gut. Dann düsen wir dahin. Und wir düsen im Sauseschritt. So, mehr darf ich davon nicht singen, sonst kriege ich Probleme mit der GEMA. Irgendwann genießen wir ein bisschen die Landschaft von Luna, während ich versuche, nicht gegen den nächsten Felsen zu klappen. Ah, die Lichtstimmung sieht schon cool aus, ne? Tja, hierhin war er unterwegs. Tolle Deckung. Da sind wir wieder beim Thema. Wenn du nicht in ihren Einzugsbereich kommst, dann greifen die dich nicht an. Die sehen mich sogar, aber sie schießen nicht. Vielleicht reichen auch ihre Waffen nicht so weit. Man weiß es nicht. Nachladen, aber ich hätte es viel über die Sniper. Schön, ne? Ich stehe hier rum. In aller Ruhe. So, wählen wir mal die Sniper aus. Genau. Stehen sie immer noch da? Tatsache. Wie sieht's aus? Zack. Ach, ihr wartet nur drauf. Tja. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. Mein Wurfmesser, stimmt. Habe ich auch nicht immer so auf dem Schirm. Seine Notizen. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Crota. Ist gar nicht weit von hier. Klingt wie eine Todesfalle. So. Staub. Das sieht ein bisschen instabil aus. Ich bin auch gleich instabil, wenn ich so weitermache. Willkommen bei McRalph Reisen zum Mittelpunkt des Mondes. Tempel von Crota, Ozean der Stürme. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Ja. Sehr wahrscheinlich. Oder den Zugang zu Mordor. Da vorne. Ein gefallener Hüter. Wo genau? Ah. Nein, Bruder, bist du's. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Sich öffnende Tore. Wir gehen besser auf Abstand. Yep. Genau, du machst dich unsichtbar. Ich hab den Ärger. Sehr schön. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Das sind viele. Genau. Sehr blöd. Fuck it. Hallo. Lass mich. Lass mich. Ich will doch nur spielen. Ja, also selbst einem miserablen Schützen wie mir macht man es jetzt hier nicht unbedingt schwerer, als es sein muss. Das ich empfange das ersterbende Licht eines Geistes. Da drin. Ich werde irgendwann dann auch mal eine stärkere Waffe. Oh. Nimm das. Let's run.
Rock and Roll. Come to Daddy. Wuhu! Ja, dann ballert halt nicht. Ich hab eher dran denken können, ne? Ja, super. Du bist ja geil, ey. Was mein gehabt. War immer die Zeitleiste, oder? Und weg ist er. Der Geist ist tot. Aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen.